Hallo! Moin! Willkommen zurück zu Mario Party 8. Ja, was ist heute der Nachschub? Du bist gewöhnt mit deinem Seitenanstand. Ich möchte herzlich alle negativ Daumen runter geben, Geber, grüßen. Hallo, danke für den Daumen runter. Na Quatsch. Ihr wisst, wie es gemeint. Ah ja, stimmt, die Wohltaten. Weil wir sind ja jetzt schon so gut wie am Ende von dem Spiel sind. Bevor wir dann zur nächsten Karte weiter schreiten. Musst du atmen. Achso, Entschuldigung. Es ist 9:30 in Deutschland, sie hat keinen Knopf was gekriegt und deswegen sind wir müde. Sie hat's gegessen, beide. Ich hab hier nur eins gekriegt. Natürlich, ich hab mir eins geklaut. Wir wohnen so nahe Grenze von Polen, das ist auch sehr schwer. 10 in Deutschland. Oh, jetzt ein Knoppers. 10 in Polen. Wo ist mein Knoppers? Dann müssen wir trotzdem die Kamera, also Kameraaufnahme bis zum Ende. Hm. Da kann ich was dran. Oder es liegt einfach mit blöden Themen. Das kann auch sein. Ist der Lichtautor zu meiner Playstation. Achso? Ja, dann kann ich irgendwie das Holz Let's Play. Aber ich moor. Mit mir. Auf dem Bild. Haben wir uns nämlich schon überlegt, dass wir dann einen Partner-Let's Play bringen von Beyond Two Souls. Ist zwar schon von so vielen Leuten wieder Let's Played worden, aber das ist ein so geiles Spiel, das muss man ja spielen. Und er hat ja das Oster-Special gewonnen, weil er als einziges kommentiert hat und deswegen muss ich ihn reinnehmen. Mit der Begründung Baum. Richtig. Hatte nämlich ein Event gemacht, ich sag mal so, solange die Playstation noch nicht an ist, also ganz wieder ist, habt ihr immer noch die Möglichkeit, geht auf meinen Kanal, geht unter das Oster-Special-Video, schreibt was drunter und ihr habt immer noch die Möglichkeit mitzumachen. Wir werden sehen, entweder moderiert ihr wirklich bloß mit oder ihr spielt. Ja, gut, bestimmt könnt ihr nicht, ihr müsst ja zu mir kommen. Okay. Nee, aber ihr könnt mitmoderieren. Du darfst den Stoffen sogar mitspielen, spielt ihr ein. Ja. Ich werde so krass, ich habe nicht von dir gespielt. Ach Quatsch. Ich habe übersinnlich in der Tür gekriegt. Du hast ein natürliche Kraft. Aber natürlich! Ah, du kannst springen. Wenn du es zu mir schaust, dann kommst du zum Stern. Ach stimmt, jetzt fällt mir wieder eigentlich klar, ich glaube letztes Mal. Ja. Danke. Es ist nett, dass du mich daran erinnerst. Ich bin gerade wieder eingefallen. Ich habe mir gestern Videos angeguckt, noch so in der Pause, und dachte mir so, und jetzt. Du musst arg drücken. Also. Jetzt. Ich musste dich blau. Vor allem hat sich Inna unter mein Video geschrieben, oh, deine Videos kann man sich voll gut reinziehen und ich lasse dir ein Abo da. Da habe ich geguckt, der hat mir auch ein Abo da gelassen. Das mir auch so, vielleicht hat er es vergessen, der macht es nicht. Der macht irgendwelche Hanfvideos und Drogenschändel hat er da gerade in mir. Von dem will man kein Abo. Ja, siehst du mal, was für deine Kreise deine Videos geguckt werden. Oh, Super Mario kann man sich voll gut reinziehen. Das ist voll der geile Stoff. Ja. Nein, Leute, hört auf zu kiffen. Zieht euch eine Runde Smarties rein oder X-Brenner. Oder Gummibären. Die sind genauso Drogenschützen. Machen. Gut, warum mal über mal nachdenken, was ein Gummibären alles bringt? Gummi. Nein. Was soll ich? Soll ich dir wirklich erzählen? Na, außer Lebensmittelfaule und. Schweinehaut zerkleinert. Eine neue Switch Valentina herstellt für die Gummibärchen. Was, echt jetzt? Ja! Du, mir ist auch egal, die schmecken immer. Die schmecken auch, aber das ist. Du, wenn du wüsstest, was überall anders noch in Lebensmitteln drin ist, also. Da würde ich wirklich gar nicht essen. Richtig. Mein Gott, es schmeckt, also man lebt nur einmal, also man soll man sich genießen. Obwohl, daran ist man sich nicht so sicher. Ja, gut, bei dir wüsstest du ja sowieso, was du im ersten Leben mit Kissen machst. Eigentlich dachte ich, ein Pinguin. Das hätte er eh. Aber wisst ihr, was so schlimm ist an Pinguinen, wenn die sauer sind? Wenn die sich wirklich mal richtig gezofft haben und die weglatschen, sieht es trotzdem noch niedlich aus. Das stimmt. News vor ein paar Tagen, was Geiles passiert. Beim Liefern war, hab ich, ne, beim Pizza liefern. Pizza liefern, hab Wienfrauen verstanden. Schön. Hab ich in der Einfahrt gestanden bei einem Haus und das Baubus wirklich in die Straße, wo du rein und wieder zurück kannst, dann, wisst ihr?
So, und jedenfalls war direkt an einem Haus. Und jedenfalls war es so gewesen, kam ein älteres Pärchen, war ein Wessi so, also wirklich. Dann hinter mir geparkt und habe so gesagt, ich habe nicht gesehen, ob es ältere oder jüngere Leute sind. Ich habe es dem Mann gesehen und habe gesagt, junger Mann, fahren Sie dann nachher wieder weg. Und da fängt die Frau an, mich voll zu brüllen. Wieso können Sie meinen Mann jungen Mann nennen? Und Sie sehen, dass er Mitte 50 ist. Und ich dachte mir so, ey. Das ist schon Kompliment, Mensch. Was spielen wir jetzt Go-Kart? Ja, er war Lenkrad, Beschleunigung, Bremsen. Okay. Immer schön wie beim Rechen. Wie beim Rechen, wo gerade immer von der Außenseite sind in der Aufnahme, das ist jetzt schlecht. Hallo Mutti, ja Lex sind den Zettel. Was machen wir denn nicht an? Na, wir machen Aufnahme. Das ist jetzt unpassend. Wirklich? Ja, du bist gerade live auf YouTube, sag mal, ich heule zu meinen Zuschauern. Machen wir das. Das war unsere Geschichte, Mutti. Ach scheiße, Mutti. Können wir das neu anfangen? Das geht doch nicht. Kannst du warten? Das ist quasi eigentlich wie beim richtigen Go-Kart. Mutti hat mir das Go-Kart versaut. Immer von der Außenkurve, die Innenkurve, damit du schön rumfährst. Gab's verkauft. Hey, ja, irgendjemand muss ja schon das spielen. Danke. Nur wegen ihrem blöden Möhrenegg, okay. Ja. Ich mag den Möhrenegg. Ja, ich hab's vorgeschlagen, weil wir schon so lange nicht mehr hatten. Im zweiten Schritt zu essen, ey. Achso, du isst aber ein bisschen in die Mitte oder was? Doch. Okay. So, Familie. Nur falls kann ich nicht zusammenreißen. Was? Deine Mutter hat mir den Groove versaut. Sie hat den königlichen Groove versaut. Alter, setze mir den Pilz und der komische Möchtegern Dino haben gewonnen. Das ist immer noch meine Lieblingsszene da aus Couscous. Komm frei! Mutti schlägt los! Ja, auf! Und dann tauscht ein Fenster für Entschuldigung. Ach stimmt, ja, durch die Wohltat ist er auf jedem Feld entweder Münzsack oder Münzen. Genau auf den Rücken mit einem Münzsäcke sogar. Ja, du kommst gleich wieder. Hello. So, es tut mir leid. Ich habe selbst gemerkt, selbst wenn meine Wellen sie dich in mich angähnen, muss ich mitgehen. Ich will mal wissen, wo man es anstecken will. Tja, es ist irgendwie ein Rezeptor im Gehirn, der sagt, da geht jemand, du musst mitgehen. Gehne. Sie ist recht früh aufgestanden. Muss man verstehen. Aber nicht zu mir, ich bin auch am Anfang. Wir sind nicht. Das wird leider noch ein bisschen cool hier. Komm, dafür, dass du ihn mir geklaut hast. Da, da. Das ist doch ein Duellbonbon. Wenn du ihn triffst, kannst du dem noch einen Stern abkriegen. Wenn du willst. Gegen mich? Gegen dich will ich gar nicht spielen, du übst doch heimlich. Das ist einfach immer ein Blut. Echt? Ja. Ja, mein Herz. Wo ich mich mehr mit Luigi identifizieren kann. Das kann ich mal sagen. Ich muss sagen, ich habe auch an manchen Stellen Angst, aber ich sag mal so, das ist einfach bloß gesunde Vorsicht. Ich hab nicht verstanden. Wenn irgendwelche Schränke vor mir stehen. So, naja. Wenn jetzt wie mir jeder Mensch gegenüber geht, da auch respektvoll. Haben wir hier den Lauchhammer. Aber umso besser kannst du dir den Eier latschen. Haben wir auch einen Lauchhammer. Der muss Kopf einziehen, wenn er durch die Tür gehen will. Bei mir hat es nichts mehr nicht mehr erreicht. Aber das reicht doch wohl. Ja, reicht doch zu, ich bin wo sie noch. Na. Und ich schon wieder, da hast du doch gewonnen. Ich hasse das Spiel. Aber was so war, ne? Genau, kann man das gut erreichen. Und diesmal lasse ich mich nicht abdrängen. Natürlich, der Pilzkopf macht es wieder vor und alles falsch. Pilze können nicht schwimmen.
das Spiel für Rentner. Ab 80 plus freigegeben. Ja. Der Dino drängelt. Achso, es geht noch weiter, Scheiße. Sind das gewinnt schon oder was? Letzte Mücke. Komm, gib das. Ja. Gib ihm Stoff. Komm. Oh, hau scharf, ey. Es ist so spannend, das Publikum hält sich nicht mehr in den Rängen. Es wird schon gebrüllt auf den Tribünen. Ich hasse dich. Aber jetzt ist dein bester Freund von der Figur. Jetzt nicht mehr! Bei Super Mario, weißt du, fütterst ihn durch, dann springt der Klipper runter, der blöde Arsch. Das hab ich auch gesehen, warum? Das hab ich auch da gedacht. Was geht's hier auch mal weiter? Muss ich gucken, ob ich die Konsole wieder ganz kriege. Die gibt nicht mehr an. Achso? Ja. Ich hab mich gefragt, wie ich kenne den Mario voll. Das hab ich doch gesagt im Infovideo. Im ersten Infovideo habe ich gesagt, dass Super Mario erstmal nicht kommt, weil die Konsole kaputt ist. Das hab ich vergessen. Das ist aber bei Infovideos genauso. Das ist bei mir genauso, wenn ich zum Beispiel sage, ich sage es immer wieder, Leute, in meinen Projekten ist kein Platz mehr. Da ist Mario Party, da ist Minecraft. Und welche überall. Obwohl ich hier nicht. Aber halt bei meinen allen anderen Sachen hier, was ich so schön das mache. Und da kommt trotzdem immer wieder die Frage, kann ich bei dir mitmachen? Nein, es ist kein Platz mehr. Verdammt nochmal. Ich habe meinen Standardstamm von Nöten voll. Und der du musst mal wechseln. Ja, nee, mit dem kann man ja so gut arbeiten, weil ich habe das einmal gemacht, dass ich mit nicht gegen euch, aber dass ich mit allen, die mich gefragt haben, ja gesagt habe, das war so ein Chaos beim Dreh, das will ich nicht mehr haben. Du wirst in deinem Minecraft-Video. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich immer noch an der Space Engineers Animation hänge. Immer noch? Immer noch, weil ich... Oh, jetzt hast du gegen mich. Wenn du eine 1, 2, 3, 4 Wörter jetzt nimmst. 4, 4, 4, 4. Noch ein Stern abzocken. 4. Ja! Achso, du hast das so ganz gerne gemacht. Nein. Noch ein Sterne gezogen. Was spielen wir? Hoffentlich das hier mit dem Stadion, wo du die Karten ziehen musst, ob dann zum Beispiel ein Gumba rankommt oder sowas. Weil ich bin in einer Arena. Was ist das? Surfen im Weltall. Ja, das habe ich auch gelesen. So weit war ich auch schon. Hast du da? Ja. Ach so, weil du das bist. Lenke einen Weltraumschlitten durch die Punktetore, um die höchste Punktzahl zu erreichen. Mhm. Halte die von Bowser-Toren fern. Was sind Bowser-Tore? Die bestimmt jemand. Genau, wenn du durchfliegst, dann wird deine Punktzahl, egal wie viel du hast, auf 0 reduziert. Also A oder B ist beschleunigen. Mache ich aber generell nie, weil dann landest du so weit vorne am Bildschirm, weil ja die Scheiben nacheinander kommen, dann siehst du nicht, dann kannst du nicht mehr schnell genug reagieren, deswegen bleibe ich immer hinten. Okay. Und dann einfach gucken, dass du so viele Punkte wie möglich erschaffst. Das ist. Ich mag das. Kannst du nicht alles nehmen, oder? Hm. Gibt in jedem Spiel irgendwas, was man hasst. Immer. Wohl. Selbst bei Beyond the Soul bezahle ich nicht immer. Was? Das Einzige, was man antworten kann, ist, dass man zuerst auf den Platz kommt. Oh, ich Rosa. Och Mann. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Immer wenn ich gedrückt hab. Ja, aber ganz klar. Ich versuche dir keinen Stern abzuknüpfen, das ist ja schon so wenig. Was hast du denn zur Auswahl? Oh, siehst du, das ist egal, kein Stern, aber 20 Minuten sind nicht. Ach, shit. Zu früh. Alles klar.
Fühlst du abgezockt? Du bist so awesome! Dafür könntest du wieder drei. Das hat sich jetzt voll gelohnt. Darf ich nicht weiter nur? Ja, du hast doch schon. Nee, es gibt immer nur ein Duell. Kommt auf einer Zweimalwürfel, also eine Mission draußen, durch die man erreicht. Aber Duell ist nicht mehr möglich. Obwohl, ältere finde ich es besser, wenn du mit für die gesamte Augenzahl laufen kannst. Das kann ja auch schon. Oder einfach die Karte nicht anschauen. Ich weiß nicht, den Ball gemacht. Ja, ich dachte, weil ich ihn auch eigentlich mache. Achso. Ein Ball fährt Delfin. Ja, nie, ist klar. Ey, das sieht so krank aus. Da bringt das Bällchen. Ja, feiner Flipper. Und ich komme auf die goldene Note in der Eimer frei. Nochmal den Delfin-Form. Steven? Ja? Mein lieber Freund. Das ist ja ganz dünnes Eis, auf dem du drehst. Ganz dünnes Eis, junge Frau. Ganz dünnes Eis. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, wir beide im Team. Spiel mal ein schönes. Oh, gibt schon gewinnen. Und wir können mal gerade einen Quiz abgeben im WoW. Was ist das? Achso. Bewegen, springen, schlagen, okay. Genau. Also du musst runterschubsen, die anderen oder was? Richtig. Ah. There's a big show. Ready to rumble! Ah, oh, ich fahre ohne Dino, du klopfst den Pilz weg. Okay. Spraten! Das war einfach. Ich kann nicht drauf hochtreten und kicken. Aber nochmal. Lass dich nicht runterschubsen. Jetzt, komm. Hau ihn. Hau ihn. Ich hab ihn ja versucht zu hauen. Jawohl. Ah, ah. Und jetzt achte mal genau auf den Mond im Hintergrund. Was ist denn? Ah. Sie werden gleich zu Werwölfen, aber das sehen wir nicht. Zumindest mit Pokémon, das Carpator imitierst oder was? Kaputt! Komm her auf! Ich fand das immer so niedlich, wenn das alle, weil die alle Endpens sind, immer angemalt. Ja! Wirf mal eine Iris auf, wenn du drei Würfel hast. Oh. Oh, das ist ein Schlaf-Display. War das jetzt der Gong zur letzten Runde oder was? So ungefähr. Ja, geht mal. Wollen wir kurz wissen? Ach, sind wir schon in der letzten. Na, die schaffen wir noch. Ist er? Mhm. Okay. Lass mal dann noch. In der nächsten Folge geht's dann mit dem letzten Blatt weiter. Müsste theoretisch das Geisterhaus sein. Könnte sein, ja. Das Geisterhaus? Wir werden es sehen, nach der Werbung. Nee. Nein, natürlich kommt die keine Werbung. Wenn Sie heute eine Packung versiegeln wollen, drücken Sie die 55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 
Meine Güte. Ach je. Na guck mal, da ist hier ein Fettsack an der Kante. Hallo. Hallo. Diskrimination hier. Diskriminierung. Ja. Oh, der Fettsack holt sie jetzt zu Stern. Oh! Also! Oh! Hast du da Zement reingegossen oder was? Pure Knochenplatte! Oh, Alter! Genau so hier! Was soll ich denn machen? Definitiv, du kannst jemanden verprügeln. Naja, also Kniescheibe tut weh, wenn ich dem jemand reinhau. Jetzt müssen sie voll aufs Hemd kacken. Ja, ich mache das natürlich noch in den Ding. Ich hab mir gucken, was du dir zu essen hast. Los, machen wir nur dann. Ah, mir ist das so geil. Hm? Dazu fehlt aber die passende Musik. Okay, wir noch. Wir müssen jetzt Niveau ein bisschen runterreisen hier. Das sind zu hoch. Warte, ich will es runter. So. Halt, sehen wir unser Niveau, liegt da unten. Na, wir dürfen nicht alle mit Bomben bombardieren. Wieso, du bist doch einer. Ja, weil da unten mit Mario gebildet war, deswegen dachte ich, das ist ja meine Vorschau. Scheiße. So, also du musst oben oder was? Nee, ich bin unten und muss wegrennen und ihr mit einfach an der Linie lang gehen. Problem, weil du Computer vorhin lasst, die blockieren dich dann nochmal. Schön! Dass du nur einen bestimmten Bereich zum Ablaufen hast. Und die stellen sich wirklich. Darfst du wegschubsen? Geht leider. Fettsack über Bord, hilf mir! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Ihr kriegt mich nicht, Leben! Ihr Schweine! Scheiße! Ja! Nur weil die zwei Bomben blockiert haben, das ist unfair. Wie soll man fünf Bomben gleichzeitig ausweichen? Ganz was drauf. Nö. Hier ist Paparazzi. So, das heißt theoretisch müsste das jetzt gewesen sein. Ich will aber jetzt Sterne holen. Na, Glücksstern. Oh ne, doch noch dazu, das ist schon schweigend. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, welche zwei Figuren bzw. Gegner wir nehmen sollen. Das haben wir schon mal gesagt. Ja. Das waren die beiden Knochentrockner, die wir genommen haben in der letzten Folge. Da haben sie gesagt, hm, Papi! Stimmt doch wieder. Naja, Kurzzeitgedächtnis ist das. Gibt's denn noch ein Spiel für die Wii, was ihr gerne sehen wollt, was wir beide spielen sollen? Im Angebot haben wir noch Super Mario Galaxy 1 und 2, Mario Party 9. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, Worms, Battle Islands, One Piece, Unlimited, Mario Kart. 1, Mario Kart, obwohl da ist das, spackt das Internet gerne rum. Einige, wo ich Danny letztens gespielt habe, da ist es immer mitten in der Fort, das geht dann vor der Nadel kann. Denk mal, weil da haben die schon zeitweise abgeschaltet. Super Smash Bros. Brawl, die Music, naja gut, das. Such euch was aus. Keiner sehen, wie wir singen oder musizieren. Tschüss, du Schruder Dino. Erster Aufschlag. Strike. Wo sind die Münzen hin? Alle weg, kann ich schon klauen. Kannst du denn nicht wissen? Und du kriegst nicht meine Hilfe? Oh. Hey, sag mal. Du bist ja bekloppt wie so ein Schnitzel von beiden Seiten, oder? Komm, das musst du noch reichen. Scheiße.
Aha. Ja, ich hab Glück. Ich bin letzter. Sag mal. Das ist mein neuer Lieblingsmeldung. Oh nee. Mit dem scheiß Dino schon wieder. Spiel mal nicht, wenn ich. Bitte nicht rudern. Das... Ey, das Spiel hasst mich. Man muss ja so rudern wie der war. Also vorher ist das schon so. Ich kann man einfach so Ruder bewegen und der zuerst an der Insel da ein. Okay. Dann probieren wir es mal. Schneller machen die ja eh nicht mehr. Ich weiß es nicht. Auf normal, wie schnell die rudern. Wenn man juckt. Oh. Komm, komm. Alter. Mann, wir hängen fest, du scheiß Viech. Komm, gib mal ein bisschen Gummi. Du guckst übelst gruselig. Übrigens, was ich gerne auch noch am Trainieren bin, wenn ich das mal hinkriegen würde, so wirklich in einem Spiel, wo sich's anbietet, eine richtig epische Ansprache zu halten. Aber irgendwie verkacke ich's jedes Mal. Also, wir schreiben 2014. Wir sehen vier faszinierende Spieler auf der Bühne stehen. Alle ringen um den Sieg, der Beste zu sein. Du willst ja Anhalt. Ich sag's. Du hast meine Aufnahme verkackt. Ein Spieler. Du. Ja. Du bist der Minispiel-King. Oh, der Englisch. Schwarz McDonalds, hol dir Kröchen. Wer hat die meisten Englischfehler gekriegt? Yoshi! Cheetah! Cheetah an die Wand! Ja, aber ich denke, Sarkan. Mann, da stehen muss am besten wieder auf. Yoshi! Ich hasse ihn die nur mehr. Vor allem mit dem Bild von Mario, das passt dann. Krieg ich auch was? Jetzt der Bonusstern für irgendwas. Achso, nee, wir haben gewonnen. Das ist ja schwierig. Der Vetter hat gewonnen. Ah! Hör auf! Bist du wahnsinnig nicht auf der Couch? Ich merke, ich könnte doch noch quietschen. Ach, deswegen habe ich es ja gemacht. Sechs Schlauer. Was machen? 71 Münzen. Ja, komm zum Punkt. Okay, sie hat Hunger. Ja, 50 neue Partykarten. Stimmt. Ich wollte eigentlich mal die Minispiele freischalten. Hab ich vergessen. Machen wir gleich, okay? Machen wir in der nächsten Aufnahme. Deswegen, wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Spielblatt. Tschüss. Tschüss.